Wolfsburg, präsentiert vom Autohaus Schmale. Geleitet für diese Partie von Gerard Walker vom TuS Lennestedt. Viel Spaß, wir wollen, auf geht's! Wir freuen uns jetzt auf den ersten FC Köln und den VfL Wolfsburg in der vorletzten Partie der Vorrunde. Erster guter Versuch hier von Kölns Keeper Vincent Friedsam. Er ja Nationalspieler. Dürfte noch mal ein hohes Niveau geben hier in der Partie, weil beide Mannschaften hier mit richtig Qualität angereist sind. Der Schussversuch von Marvin Obus. Ball gut quer gespielt, jetzt nochmal gut gespielt. Da die Kölner sind gleich wach. Das war Jan Thielmann. Ach, der Jubel. Zu Kölsch Jungen begleitet. Wunderbar, direkt die Mitnahme nochmal und dann ins kurze Eck, keine Chance für Niklas Wienold. Die Kölner ja alles dabei gehabt. Unentschieden gegen Stuttgart 3-3, Niederlage gegen Leipzig 1-2 und der Sieg gegen den HSV mit 4-0. Und jetzt in der Live-Tabelle bei 7 Punkte. Jetzt gerade kurz vor Abschluss der Vorrunde ist es super spannend reinzuklicken. www.freewaycup.de im Second Screen in unseren Live-Score. Denn die Achtelfinals stehen da wirklich erst nach der letzten Vorrundenpartie fest. Momentan der VfB Stuttgart, Tabellenführer mit 10 Punkten. Die Mühlis sind Sechster in der Live-Tabelle. Fakt ist, dass die Hamburger diese Vorrunde als Letzte abschließen werden. Denn sie stehen als einzige Mannschaft bei 0 Punkten. Und da sie schon 4 Spiele gespielt haben, werden sie das auch bleiben. Die Kölner könnten sich ja mit ein paar Toren bis auf Rang 5 vorschieben. Wir behalten das im Blick. Wie gesagt, freewaycup.de, der Live-Score, alle Informationen zu den Teams zu sehen. Die bewegten Bilder live und in Farbe, natürlich hier bei uns. Ist der Angriffsversuch, wieder Thielmann. Klasse, Doppelpass, das war sehr einfach und dann war der Einsatz von Niklas Wienold sehr wichtig. Wieder Thielmann, der richtig gefährlich hier ist. Schon im letzten Spiel gegen Hamburg war er dreifacher Torschütze. Für die Kölner jetzt die große Chance für Wolfsburg, Luis Gabriel Hein. Da wurden mal gewisse 8 Mann ausgetauscht. Im Aufbau jetzt. Beide Mannschaften wechselten gerade und das wird genutzt. Das war ein unnötiger Ballverlust. Waren ins 1 gegen 1 gegangen für die Kölner. Und dann ist es Tom Luca Winter, der drittbeste Torschütze seiner Mannschaft in der Liga. 4 Saisontore. Wolfsburg ja unangefochtener Tabellenführer in der Regionalliga, mit 45 Toren, mit Abstand die beste Offensive der Liga. Spielen also eine herausragende Saison. Die Wölfe. Das war wichtig, dass Niklas Wienold da zur Stelle ist. Die Wölfe.
Marcel Beifuß verliert da den Ball. Köln wieder im Gegenangriff. Und Freischussentscheidung von Schiedsrichter Walker. Direktabnahme, keine schlechte Idee. Da waren sie eigentlich gut in Position gelaufen. Gute Struktur da im Angriffsspiel. Und der Ball war dann etwas unsauber. Klasse rübergespielt. Und dann die wichtige Parade. Vincent Friedsam zeigt, warum er den Adler auf der Brust trägt. Apropos Adler auf der Brust, der Bundestrainer, ja. Beide Tage hier in Lübbecke. Michael Feichtenbeiner, 57 Jahre inklusive Co-Trainer, gestern und heute hier in Lübbecke präsent, um sich die Besten anzuschauen. Auch sein Kollege Turhan Sufuglu, türkischer U16-Nationaltrainer, hier in der Halle dabei. Klasse gespielt jetzt und dann das 2:1. Partie gedreht, Tom Luca Winter. Doppelpack für Winter in diesem Spiel. Klasse verzögert, zwei Mann gebunden und dann den freien Mann gesehen. Fantastisch vorbereitet, da wird sich abgeklatscht. Jawohl, das Dankeschön nochmal an den Mitspieler und der grinst und freut sich. Den Jungs macht es natürlich ja auch Bock. Mittlerweile eine sehr gut gefüllte Kraftsporthalle. Hohes Niveau, viele Tore. Fußball pur für die U16-Cracks hier. Leichter Abschluss der Vorrunde mit Borussia Dortmund gegen Hannover 96. Bin runtergepflückt. Olli Versuch, aber der Ball ging dann noch ein gutes Stück über das Tor. Wolfsburg. Mit diesem Erfolg werden sie auf Platz 5. Ungeschlagen. 0-0 gegen die Mühlis, 3-3 gegen Mainz und dann der 3:1 Erfolg gegen den BVB. Könnten auf 8 Punkte stellen. Und dann nur noch von Borussia Dortmund theoretisch überholt werden, wenn die ihr Spiel gegen Hannover gewinnen sollten. Also Friedsam, das ist gestern schon aufgefallen. Eines der besten Fußballer hier unter den Keepern im Turnierfeld. Guter Schussversuch, knapp daneben jetzt. Na, gut gespielt. Hier sehen wir es nochmal. Zack. Jetzt fast eingeschlagen. Jubelte schon. Der Kölner, klasse, Kopfballablage, vollendet, wunderbar gemacht. Es gibt Eckball, da war Friedsam nämlich noch dran. Wieder die nächste Parade. Also den sollten Sie sich merken, Vincent Friedsam, Torhüter beim 1. FC Köln. Könnte ein potenzieller Nachfolger sein von Timo Horn. Das Kölner Eigengewächs, ja auch schon für Köln hier in Lübbecke aktiv gewesen. Und jetzt Angriffsversuch für die Kölner. Oh, dann schlampig gespielt, auch nicht groß hingeschaut. Aber es gibt nochmal Freistoß. Hat einen Vorteil abgewartet, gut gemacht.
vom Schiedsrichter. Da haben wir einen Walker. Völlig richtig entschieden. So, Fritz haben jetzt geblockt. Und jetzt muss er sich beeilen. Sprintduell. Aber auch laufen kann er. Nicht ja gerade das Lieblingshobby von Torhütern, aber das hat er gut gemacht hier gegen Winter. So, gibt es hier noch den Ausgleich für den 1. FC Köln, oder? Nächste gute Gelegenheit. Ball zurückgelegt jetzt und dann vor der Linie gerettet. Von Marcel Beifuß. Weiter Ball, den wollte er ganz elegant mit der Hacke reinnetzen da. Moritz Hindermann. Beifuß wieder auf Hindermann. Gut, jetzt die Drehung frei vom Tor. Klasse, quergelegt und dann die wichtige Rettungstat von Joshua Schwirten im 1. FC Köln. Gut gerettet. Wir gehen in die letzte Spielminute. Letzte Chance für Köln. So, Friedsam kann sich da befreien. Ah, da war wichtig, dass der Fuß dazwischen kommt, weil sonst wäre ein freies Anspiel möglich gewesen. Na, 4 Sekunden voll ausgenutzt. Uhr ist angehalten. Freistoß nochmal, Uhr ist wieder angehalten. Offiziell noch 27 Sekunden auf der Uhr. Passt genau mit der Uhr unten rechts. Wie gesagt, letzte Minute bei jeder Unterbrechung, bei jedem Ball im Aus wird die Uhr angehalten. Oh, unzureichend geklärt. Jetzt vielleicht nochmal die Möglichkeit. Quergelegt. Oh, mit Pirouette! Was für ein Tor! Sebastian Papier! Traumhaft! Hier, zack, wunderbar! Aus der Drehung abgeschlossen. Eines der Tore des Turniers. Überragend eingefangen hier. Danke an die Regie. 2-2. Das war's. Was für ein Abschluss dieser Partie. Wir starten gleich durch nochmal mit Borussia Dortmund gegen Hannover 96 als Finale dieser Vorrunde.